Das gemeinsame Kulturzentrum Melz soll ein Leuchtturm für die Region werden. Das ist die Zeitkapsel. Da ist das Bild für die Ewigkeit rein. Der Event ausstrahlt weit über Melz raus. Und diese Zeitkapsel trägt zusätzlich dazu bei, dass Melz halt Melz bleibt, über Gemeindegrenzen raus ausstrahlt. Bei der Grundstelle ist offensichtlich geworden, der Leuchtturm ist mehr als nur ein geflügeltes Wort. Da kann jeder etwas reinlegen und bleibt dann eben verewigt. Auf die ganze Zeit, eben so lange, wie man die Zeitkapsel lebt. Und das wird sicher sehr, sehr lang sein. Wir sind bei der Grundstelle dabei gewesen. Es gibt einen langen Beitrag, aber der Leuchtturm ist es wert. Der Guido Fischer, der Daniel Bühler, der Christoph Gull, alle sind gekommen, alle Präsidenten von dieser Talgemeinschaft. Der Guido Städtler Talgemeinschaft, Ehrenpräsident. Überhaupt alles, was Rang und Namen hat in der Region, ist eben bei der Grundstellung von dem Leuchtturm hier auf dem Festland eben gekommen. Der Jürg Stopp, Präsident der Talgemeinschaft, hinten mit der Sonnenbrille. Der Jürg Danner, Gemeindepräsident Fussar, ganz hinten mit der Sonnenbrille. Dann der Angel Umberg, Gemeindepräsident von Wallenstadt. Und das Katrin Meier, Chefin vom Kantonalen Amt für Kultur. Und dann hat der Guido Fischer, Gemeindepräsident von Melz, die Gesellschaft begrüßt. Ja, liebe Festgemeinde, herzlich willkommen hier natürlich bei schönstem Wetter, wie es sich gehört, wenn man so einen besonderen Anlass hat, die unsere Grundsteinlegung, die wir miteinander feiern. Ja, nur vor kurzem war das einfach eine Vision. Jetzt sieht man es, es wird konkret, und zwar Schritt für Schritt um die zügig im Tempo. Grosse Chancen gibt das hier. Chancen für Melz. Und Chancen auch für die Region, da um weiterzukommen. Am 1. Juni haben wir die Bevölkerung da eingeladen zu einer Foto. Und es ist, ja, eine grosse Anzahl sind die Leute, 800-900 Leute sind da gekommen und sind gemeinsam an ein Foto gekommen. Dort haben wir mal unsere Baustelle das erste Mal gefeiert und heute feiern wir es wieder feiern mit Ihnen als Gäste hier, als Unterstützer, als Partner, als Helfer. Herzlich willkommen im Namen des Gemeinderats mal und herzlich willkommen natürlich auch in den Namen der ganzen Bevölkerung von Melz. Wenn man die Runde schaut, haben wir auch Gäste aus St. Gallen. Eure Präsenz zeigt uns auch, dass ihr da in St. Gallen auch genau verfolgt, dass Melz da abgeht hier und in der Region. Wir haben von der Region, von den RSW-Vertreter, da der Christoph Gull, als Präsident der RSW, zugleich als Kollege der Gemeindepräsidenten ist da. Wir haben von der Talgemeinschaft Sarganserland, Wallensee, den Jürg Stopp als Präsident und den Guido Städtler als Ehrenpräsident, der auch sich auch nicht lassen lassen, bei uns an dieser Grundsteinlegung mit dabei zu sein. Und natürlich meine Kollegen aus den Nachbargemeinden, auch Ihnen, herzlich willkommen. Auch eure Präsenz zeigt uns, wie Interesse ihr habt und hier auch unserer gemeinsamen Entwicklung und an den neuen Möglichkeiten, die es hier für uns gibt. Es gibt auch Haufen neue Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise auch Chancen für Kultur. In dem Sinne auch die Vertreter von Südkultur herzlich willkommen. Denken wir an die vielfältig nutzbare Bühne beispielsweise, die wir haben, die zugleich eine Konzertbühne vom Ausbau wird sein, wie auch eine Theaterbühne, wo wir umfunktionieren und ganz neue Wege gehen. Überhaupt eine sehr grosse Bühne, die wir machen. Natürlich aufgrund von unserem grossen Verein, der Musik, aber auch der Turner, die dort auch ihre Kunststücke vorführen wollen. Da haben wir drauf geschaut. Zudem auch die weiteren Räumlichkeiten, die wir haben. Wir haben einen Musiksaal drin für Concordia. Wir haben einen kleinen Saal, der ergänzend ist zum grossen Saal. Wir haben einen Vereinsraum für Chör oder für Tanz beispielsweise. Also es ist ein Gesamtpaket, das da hier dahinter ist. Wo ganz neue Perspektiven gibt. Aber es geht um mehr. Es geht um mehr als nur einfach ein Saal von uns. Es geht darum, dass wir hier den Kern, den wir hier haben, Melz, wo wir einen sehr attraktiven Dorfplatz haben, dass wir den aufwerten und weiterentwickeln und Zukunft geben. Es geht, und da ist das Gemeindekulturzentrum Kern drin, aber nur ein Teil. Wir wollen beispielsweise die Wangsenstrasse da erneuern und da Qualität hineinbringen. Es gibt einen
Fussweg, der quer durch den Kern durchgeht, damit man auch als Fussgänger wieder eine Chance hat. Es wird ein Parkplatzkonzept geben und ganz speziell natürlich sind wir dran, auch eine Begegnungszone zu machen, den Verkehr auf ein, für den Langsamverkehr zu stärken, Geschäftsdetailisten können stärken, Qualität schaffen, auch für Kaffee etc. Einfach Lebensqualität schaffen. Wir müssen Qualität schaffen im Dorf hin. Und da ist das Gemeinsame Kulturzentrum eine ganz zentrale Geschichte. Ein Baustein von diversen Bausteinen, wo wir unsere Vision quasi der Weiterentwicklung von unserem Dorfkern angehen hier. Ja, das ist das, was wir wollen und wollen aufbauen auf unsere Stärken. Unsere Stärken sind nicht zuletzt die Vereine, die auch da wieder dahinter waren. Man hat es gesehen, dieser Foto, da, wo wir gemacht haben auf dem Dorfplatz, wo diverse Vereine dann in ihrem ihre Vereinskleidung, Kostüm gekommen sind, dort eine tolle Sache hier. Auch hier geht es sehr stark um das. Wir haben Dorffest, wir haben Tradition und da in der Zukunft zu arbeiten. Auch mit dem Saal, aber auch mit dem Vorplatz, der hier entstehen wird, verkehrsfreier Vorplatz, der ganz neue Möglichkeiten wird geben, ergänzend zum Dorfplatz, den wir vorne entsprechend haben. Ja, dazu braucht es natürlich auch Unterstützung. Wir haben hier die IG GKZ, also die Interessengemeinschaft, die uns stark unterstützt, Arbeitsgruppe, die uns stark unterstützt hier. Herzlichen Dank allen, die hier mitwirken, die mitdenken und uns unterstützen, hier eine gute Sache anzubringen und eine zukunftsgerichtete Sache, wo wir hier das im Dorf weiterbringen können. Mels baut den Leuchtturm auf den Stärken, die wir haben. Der Sachverein, die Musik, Dorfverein etc. Wir haben ja viele andere auch. Und es freut uns natürlich, wenn auch andere Gemeinden auch weiter da ihre Leuchttürme aufbauen. Weil nur gemeinsam so können wir nachher entsprechend unsere Region da auch wirklich weiterbringen und stärken. Die Grundsteinlegung da zumindest im Zentrum, da, oder überhaupt im Bau, wenn wir zuerst sagen, zumindest im Zentrum ist eine schwierige, komplexe Geschichte. Mit so vielen Interessen, und wo die berücksichtigen sind und arbeiten. Letztlich ist es eine grosse Chance, was wir hier haben. Grosse Chance für den Verein, für das Dorf hier und auch für die Region. In dem Sinne freut es mich sehr, dass wir mit euch zusammen könnt die Grundsteinlegung feiern. Besten Dank. Es freut mich natürlich außerordentlich, euch auch hier begrüßen zu dürfen. Mir ist ein grosses Anliegen, dass wir euch einladen dürfen. Normal macht man einen Spatenstich oder irgendwie, man fängt mit dem Abbruch an feiern, wenn man eine Baubewilligung hat. Aber es ist mit einer Baubewilligung nicht immer so ganz einfach gelaufen. Und darum haben wir das einfach irgendwie verpasst und wir haben vorangebaut. Wir sind in irgendeinem Wunderland gekommen, jetzt können wir loslassen, jetzt wird gebaut. Und dank dem Rolf Lesser, unserem Bauleiter, sind wir jetzt also so weit, dass wir schon gleich die Aufrichtung feiern können mit euch. Also wir können das fast verbinden, dem 201 lösen. Es läuft wirklich super, es geht vorwärts. Der Guido hat ja eigentlich schon fast alles gesagt, was hier zu sagen ist. Ich möchte euch einfach nochmal denen danken, die hier in der ganzen Bewilligung, in der Phase davor, in der Entwicklung von dem Projekt, mich als Baukommissionspräsident so stark unterstützt haben. Es ist nicht einfach, an so ein Projekt zu kommen. Wir waren unter einer Jurykommission und haben ein Projekt gewürdigt. Das war dann nachher aber auch wieder vor den Kantonsämtern. Es ist dort auch gewürdigt worden, bis ins Hochbeamt auf von Werner. Zarek hat uns dem Wallen Strauss das Ganze abgesegnet und hat uns die Baubewilligung ausgestellt. Aber im Ursprung ist einmal der Bürger die Schuld, dass wir hier am Bauen sind. Er hat uns einen Auftrag erteilt. Und darum sind wir hier am Bauen. Und wir versuchen hier für den Bürger Vereins- und Kultursaal zu erstellen, der alle Bedürfnisse abdeckt. Wir haben viele Bedürfnisse, das haben wir früher gemerkt. Wir haben eine kleine Fläche, wir haben einen engen Raum. Und wir müssen einen Haufen und ein Dach bringen. Aber ich glaube, dank dem Chamäleon, wie der Beat Losel immer sagt, ein flexibles Projekt, das wir hier haben, würden wir am Schluss, wenn wir das Projekt fertig haben, das auch unter ein Dach gebracht haben. Ich bin überzeugt, mit diesem Projekt haben wir die vielen, vielen Interessen, die wir haben, haben wir erkannt. Wir sind auf dem besten Weg, wir sind jetzt noch am Feinschliff machen und wir würden das so entwickeln, dass wir am ersten Anlass, ich habe es vorher einem gesagt, am ersten Anlass, den wir da hin haben, wenn ich einfach da als die Leute rausgehen und sagen, es ist gut gekommen. Ein paar Kritiken würden wir einsammeln, das sind wir uns gewöhnt. Aber ich glaube, es wird so sein, dass es gut gekommen ist.
Wir haben dann gesagt, wir machen die Grundsteinlegung, dann können wir mal alle einladen, die wir meinen, sie haben sie ja verdient, tot sein. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen, sonst soll er nicht böse sein. Und die Grundsteinlegung, ich habe es mal in der Tonhalle gehört, in der Grundsteinlegung gemacht. Und dann machen wir auch. Das ist so Zürich ein bisschen grösser als wir sind. Und das hat sich dann entwickelt. Und das Melz ist so ein bisschen so, wie man miteinander redet, von der Spinnerei an. Und wir haben dann plötzlich so eine tolle Metallkapsel bekommen. Also, mein Projektleiter, der Roland Kohler, hat ihn hier mit dem Metallbauer, ich erwähne auch namentlich, der Metallbauer Ackermann von Melz, die das miteinander entwickelt haben. Und ich meine, das ist super cool, für mich einzigartig. Ich habe so etwas noch nie gesehen, als ich das hier gesehen habe. Ich könnte es nachher auch noch gerne alle von Näherem anschauen. Etwas Einzigartiges, das wir hier reintun können. Verschiedene Leute von euch spontan auf die Anfrage haben gesagt, wir bringen etwas, wir tun etwas rein, wir wollen uns Smells auch verewigen. Ich finde es super, wenn ein Flumser, ein Wangser und ein Serganser, wenn alle auch hier verewigt sind, die ganze Region, das geht dann ja wieder in die Richtung von dem Leuchtturm. Wir strahlen aus, wir haben hier, ich denke an Fasnacht, an Ziga, wie der Jürg Stob hier gesehen, immer wieder regionale Anlässe, die Ausstrahlungen haben, Smells. Und wenn die etwas hier rein tun, finde ich das super. Ich habe mir auch überlegt, was tue ich hier rein? Persönlich, ich habe auch irgendwie mein Ding da dran. Es ist mir fast nichts Sinn gekommen. Heute Morgen in der Baukommissionssitzung habe ich gedacht, eigentlich sollten wir alle das Gleiche rein tun. Wir sollten uns ein Handy nehmen und das Handy da reinwerfen. Weil das ist das, was mich in den letzten Jahren am meisten verfolgt, bei meiner Arbeit und im Alltag rein, wo mir fast keine Ruhe mehr lässt. Ich habe die letzte Woche 4 Tage lang nicht aufs Handy geschaut und dann habe ich nachher wieder einen Horror. Oder? Und darum möchte ich sagen, ich wirf mein Handy jetzt nicht da rein, oder? Aber ich habe gesagt, ich nehme vom Handy das wichtigste Weg, das ich habe in meinem Leben eigentlich. Der Schutz von meinem Handy, das ist die Hülle hinten, die das Handy schützt. Da habe ich noch den Notgroschen drin. Und ich will die Hülle drin. Die hat noch einen anderen Grund, warum ich sie drin tun will. Weil hinten auf dem Handy habe ich auf die Weihnachten so ein Foto bekommen, wo meine Familie drauf ist. Und es ist einer auf der Abreise, weil er in Ferien ist, ist wieder gesund zurückgekommen. Ich denke, für mich ist das wichtig. Und ich lege das noch rein. Und erlaube mir das eigentlich als persönliches, privates Ding rein. Aber das Handy muss ich haben. Bei dem bleibe ich. Ja, ich will eigentlich das nicht unnötig in die Länge ziehen. Und meinen meine Nachfolgeredner, der Beat Losli, bitte ein paar Worte zu uns richten. Er wird vom Volk aus reden. Er ist ein Mann vom Volk und er wird eigentlich von dort aus seine Worte zu uns sagen. Oder kommst du gleich führen? Es freut mich, dass ich im Namen des Architekturbüros, der Fachplaner, aber auch allen Unternehmen ein paar Grußworte an Sie richten zu dieser Grundsteinlegung. Ein Rathaus und ein Kultursaal ist ganz eine besondere Aufgabe, weil es ist eine Aufgabe, wo die Bevölkerung teilnimmt. Es ist ein Haus fürs Volk, es gibt Begegnungen, es ist ein Ort, wo man sich trifft. Darum eine besondere Herausforderung, ganz viele Interessen sind da, jeder will etwas anderes. Aber der öffentliche Bau, der prägt auch das Gesicht von einer Stadt oder von einem Dorf. Und zwar nicht nur für die nächsten Jahre, sondern für die nächsten Jahrzehnte. Das Beispiel sehen Sie die beiden Ratshausbauten oder den Dorfplatz, die eben prägend sind für die Wahrnehmung von Baukultur und von einem Image, das ein Dorf hat. Vor 5 Jahren ist die erste Skizze entstanden. Nicht in Mels, nein, in Rapperswil war es. Und zwar bei uns im Studierzimmer eine Skizzenrolle und einen Bleistift. Und die Aufgabenstellung war, wie platziere ich ein grosses Haus, einen grossen Konzertsaal in so einem kleinteiligen Dorf, ohne dass ich die Qualität kaputt mache. Und das ist der wesentliche Gedanke, der uns bei der Entwicklung dieses Projekts Tag für Tag begleitet. Wie kann ich das Bedürfnis in dieser Grösse da integrieren, dass es ein Teil des Ganzen wird? Also das grosse neue Zentrum ist ein Teil des Dorfkerns. Das begleitet uns bei den kleinsten Fragen, aber eben auch im Namen des Kulturzentrums. Mindestens die Architekten haben es die ersten 5 Jahre jetzt so genannt, Pinot Noir. Der Name sagt etwas aus über das Lokale, Pinot Noir. Es hat etwas zu vielleicht mit Wein, mit der Weinbaugenossenschaft, mit dem Rathaus, mit Mels selber, mit Heiligkreuz. Das sind ganz viele Zusammenhänge, die es gibt. Vor 5 Jahren haben wir also gestartet mit einer Skizze und einem Bleistift. Aber nachher ist es erst richtig losgegangen. Der Moment, wo die Melser das Projekt ausgewählt haben, dann ist es erst richtig losgegangen. Stellen Sie sich vor, wir haben gedacht, gut, jetzt dürfen wir das Projekt planen. Aber das ist ganz anders gekommen. Wir sind auf Mels gekommen und dann sind die Melser da gewesen. Die haben Wünsche gehabt, da hat es ganz viel Interesse gehabt, verschiedene Vereine. Jeder hat ein anderes Thema lanciert. Das ist für uns sehr interessant, so lebendig, so viele Wünsche sind da von dem Dorf. Und jetzt sind die hoffentlich möglichst vollständig in dem Projekt integriert.
Für uns als Architekturbüro heisst das, wir haben 8 Jahre geschafft bis dahin. Da möchte ich an dieser Stelle meinem Team ganz herzlich danken, den beiden Projektleitern, Fabian Burkhalter und Fabian Juth, und dem Paul Schurter, der im Hintergrund bei der Kostenplanung sehr wichtig mitgeschafft hat. Stellen Sie sich vor, der Projektleiter Fabian Burkhalter, der hier am Ecken steht, er hat geschlagene 5'000 Stunden sich mit dem Thema vom Melser Dorfkern beschäftigt. Das sind 2,5 Jahre Arbeit, dass man sich bewusst ist, wie viel Denkarbeit jetzt da drin ist. Also in der Zeit der WM kann man sagen, es ist Halbzeit. Alles ist bereit, alles ist angerichtet, alle Entscheide sind da. Jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit. Die Stabübergabe ist erfolgt an Melser Bauleiter Rolf Bless. Wir sind sehr froh, sehr eine gute Partnerschaft. Und wir machen uns natürlich auch ein bisschen Gedanken und Sorgen, wie jetzt die Melser mit dieser Zeit umgehen, die sie jetzt noch hat. Es geht noch etwa 2,5 Jahre. Es ist nämlich so, in Mels hat es ganz viele gute Ideen. Es ist sehr lebendig. Wir haben ein bisschen Angst, wir haben fertig geplant. Aber jetzt wird man 2,5 Jahre gebaut. Und darum haben wir uns etwas überlegt, wo wir möchten stellvertretend im Baukommissionspräsident übergeben. Armin, darf ich dich schnell hier bitten? Eben, wir haben festgestellt, da ist eine gewisse Aktivität rum. Wir sagen nicht Hyperaktivität, aber es wird viel mitgedacht, viel mitgeredet. Und wir wollen da ein bisschen die Aufmerksamkeit verlagern, dass wir nicht mehr zu fest jetzt über neue und Projektänderungen reden, sondern wir haben da eine Aufgabenstellung mitgenommen. Für Mels, für dich als Baukommissionspräsident. Und es ist eine vielschichtige Aufgabenstellung, weil es ist nicht nur ein Bastelbogen vom Rathaus, sondern es ist ein zweites Haus, Sie kennen es. Und selbstverständlich gibt es auch in der Umgebung noch ganz viel zu reden und zu diskutieren. Und Armin, ich übergebe dir feierlich den Bastelbogen und hoffe, dass du dich gut beschäftigen wirst, dass wir das Projekt genau so bauen können, wie es da drauf ist. Herzlichen Dank, Beat. Ja. Ich sehe. Wenn ich nicht schon genug zu tun hätte, Beat, hat mir noch mal eine kleine Aufgabe gegeben. Aber ich würde das natürlich als Handwerker auch gerne so ausschnipseln und zusammen machen. Ich erinnere mich, wenn ich das gesehen, natürlich an die Schuljahre zurück, wo man so ein Schlosser Gas halt mal noch ausgeknäpselt hat und aufgestellt hat und stolz darauf war, wenn man es zusammengebracht hat. Ich muss mich zusammen nehmen, wahrscheinlich, dass ich es herbringen. Aber ich freue mich, mache ich gerne. Ja, ich nehme die Aufgabe entgegen. Ja. Danke, Beat. Ich freue mich sehr, zusammen mit dem Ueli Strauss vom AREG, mit dem Kantonsplaner, Grüße vom Kanton zu überbringen, zu dem freudigen Anlass, den wir hier heute haben. Die Grundsteinlegung, glaube ich, ist es. Ich gehört, ist immer noch Grundsteinlegung. Und ich mache das sehr gerne. Ich denke, das Haus und das Kulturzentrum steht an einem sehr guten Ort im historischen Kontext. Ist auch sehr schön eingebettet in den Kontext von der Pläne her zumindest. Wir werden ja sehen, was dann rauskommt in dem Fall. Es ist auch in einer Gemeinde, die ein außerordentlich vielfältiges Vereinsleben und Kulturleben hat, die mit der Blasmusik oder auch dem alten Kino Mels wirklich auch kulturelle Institutionen hat oder kulturelle Organisationen, die für die ganze Region von grosser Relevanz ist. Und es kommt in eine Region, wo es insgesamt ein vielfältiges und reichhaltiges Kulturleben und Kulturangebot hat und nicht ganz ein gleich vielfältiges Angebot an Räumen, an kultureller Infrastruktur. Und darum ist es aus unserer Sicht sehr zentral, dass eben so ein Haus kann entstehen kann. Und wir haben eine grosse Freude, dass das auch entsteht, da, wie wir da heute alle sehen. Ich habe mir auch überlegt, was ich in die Zeitkapsel rein tun soll. Und habe zuerst gedacht, dass ich eigentlich gerne so ein Tortenstück aus Gips überbringen von einer St. Galler Künstlerin. Und genussvolle Kulturanlässe, die manchmal auch etwas zu beissen geben. Würde Ihnen wünschen. Und dann habe ich aber gedacht, es müsste wahrscheinlich gleich ein bisschen offizieller sein. Und darum würde ich gerne, weil man ja den Kanton auch gerne hat, wenn er Geld gibt, eine Münze vom Kanton St. Gallen in die Zeitkapsel legen, mit dem Kantonswappen drauf, dem Stifts- bzw. dem Regierungsbezirk drauf. Und damit auch Ausdruck, die Verbundenheit ausdrücken mit dem kulturellen Vorhaben, das sie da eben im Sinn haben. Und die ganze Unterstützung von unserer Seite Ihnen auch mit auf den Weg für das Vorhaben geben. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Als Gemeindepräsident von Flums bin ich natürlich einerseits als Nachbar da. Herzlichen Dank, Guido. Herzlichen Dank an Gemeinderat von Mels für die Einladung. Aber im Moment habe ich eher den Hut an vom Präsident der Region Sarganserland Werdenberg. Es ist schon angesprochen worden, das ist ein wichtiges Projekt für die Gemeinde, aber das ist ganz sicher auch ein wichtiges Projekt für die Region. Ja, was bedeutet das Projekt konkret für die Region Sarganserland Werdenberg? Wir, der Vorstand, mit allen Gemeindepräsidenten von diesen 8 Sarganserländern und 6 Werdenberger Gemeinden, haben gerade Anfang dieses Jahres eine Standortbestimmung miteinander durchgeführt. Wir haben geschaut, wo liegen die Stärken, die Schwächen und auch die Risiken und Chancen dieser Region. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch intensiv auf das Spannungsfeld zu diskutieren gekommen, wo wir alle drinstehen. Auf der einen Seite ist jeder Gemeindepräsident und jeder Gemeinderat natürlich zuerst einmal da, um in seiner Gemeinde die Hausaufgaben zu erledigen. Aber es gibt immer mehr Themen und Aufgaben gleichzeitig, wo man eben heute gemeinsam und Gemeindegrenzen übergreifend bearbeiten muss. Ich denke an Themen von der Raumplanung oder von der Altersversorgung, von der Gesundheitsversorgung, Verkehrsfragen, Themen von der Entsorgung. Die Liste könnte man beliebig fortsetzen. Die Themen werden auch immer mehr. Ja, und bei den Chancen haben wir eigentlich 3-4 Themenkreise identifiziert, wo wir in den nächsten Jahren weiter darauf aufbauen. Das sind der Tourismus, der Gesundheitstourismus, das sind auch Hightech-Unternehmen, diejenigen, die schon in der Region sind und diejenigen, die wir noch überzeugen und gewinnen für unsere Region. Und es ist auch das Thema Kultur. Kultur, wo auch die Traditionen dazugehört, die wir hier pflegen, sei es bei der Fasnacht oder sei es im Zusammenhang mit der Alpwirtschaft. Ja, und um diese Themen weiterzuentwickeln, weiter voranzutreiben, ist es wichtig, dass in den Gemeinden, die zu unserer Region gehören, eben entsprechende Projekte geplant werden und nachher auch erfolgreich mit der Bevölkerung zusammen realisiert werden. Und das Projekt hier, das Gemeinde- und Kulturzentrum Mels, da bin ich heute schon überzeugt, das ist ganz sicher ein Projekt, das eben eine Ausstrahlung wird haben, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die ganze Region. Und darum ist dem Gemeinderat von Mels an dieser Stelle ganz sicher recht herzlich zu danken für den Mut, auch, den sie aufgebracht haben, um so ein anspruchsvolles Projekt, wir haben es schon gehört, in Angriff zu nehmen. Ja, jetzt zur Gabe, die wir mitgebracht haben. Es ist so, dass wir uns in der Region einmal pro Jahr treffen, alle aktiven Gemeindepräsidenten. Ich muss leider in der männlichen Form reden, es hat nach wie vor keine Gemeindepräsidentin bei uns in der Region. Aber was nicht ist, kann noch werden. Aber im Moment sind es Gemeindepräsidenten. Und dort kommen jeweils auch alle ehemaligen Gemeindepräsidenten aus den Gemeinden von unserer Region dazu. Und das letzte Mal waren wir zusammen Mitte September 2017. Wir haben uns getroffen am Flumser Berg und haben dort einen schönen Tag miteinander verbracht, wo diskutiert, austauscht worden ist, aber auch locker diskutiert worden ist. Und wie kürzlich beim G7-Gipfel, gibt es natürlich auch bei unserem G14-Gipfel jedes Jahr so eine Gesamtaufnahme, oder? Sie hat weniger zu diskutieren gegeben wie beim G7. Und wir haben die Gesamtaufnahme aufbereitet und beschriftet und mitgebracht. Wenn man der Presse und manchmal auch der Volksmeinung glaubt, dann sind es nicht unbedingt die hellsten Köpfe, aber es sind sicher mitunter die schönsten von der Region, die wir haben, auf dem Bild sind. Und ich bin ganz sicher, die Nachwelt wird sich riesig freuen über das Dokument. Jetzt wünsche ich der Bauherrschaft alles Gute, vor allem natürlich einen unfallfreien Bau und dann auch, dass der Zeitplan und das Budget eingehalten werden können. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung, allen noch einen schönen Anlass. Merci. Herzlichen Dank an Christoph Gull, Präsident der Region Sarganserland Werdenberg. Ist mir gerade aufgefallen, wir sind der Region insofern ein bisschen voraus im Gemeinderat, weil wir haben eine Gemeinderätin. Geschätzter Gemeindepräsident Guido, geschätzter Melser Gemeinderat, liebe Melserinnen und Melser, geschätzte Gäste. Die Allgemeinschaft, Sarganserland Wallensee, sie steht für 3 Stichwörter, sie ist offen für Neues. Sie ist der Überzeugung, dass regionaler Zusammenhalt uns stärken tut
und wir gehen selbstbewusst in die Zukunft hinein. Mels, der Treffpunkt mit Kultur. Ein Leuchtturm für Mels und für die Region, das haben wir können lesen. Melser Kultur ist für uns, die von außen daran anschauen dürfen, die ist legendär. Ich mag mich erinnern, es ist etwa 40 Jahre her, da war eine neue Bühne. Ich war stolz, dass ich mit dem Turmverein Mels auf dieser fast heiligen neuen Bühne einmal bei einer Turnerkänzli einmal zwei Auftritte machen durfte. Das war für uns von außen geschaut etwas vom Grössten, weil man gemerkt hat, hier knistert es. Melser Kultur ist für eine breite Bevölkerung. Sie wird von der Bevölkerung gelebt. Das wissen wir Melserinnen und Melser. Das ist das, was wir jedes Mal sagen. Da haben sie einfach gewaltig draussen zu Mels. Und das ist eigentlich die Volksgeschichte der Melser Kultur. Sie ist bei der Bevölkerung, sie ist nahe bei den Leuten dazu. Die nächste Generation, die tut uns ja nicht an Wort messen. Sie tut uns an Taten messen. Und Melser, kann man jetzt einfach mal sagen, die haben es gemacht. Sie bauen ein Gemeinde- und Kulturzentrum. Was heute noch eine Baugrube ist, was heute noch wie eine Narbe da ist, das ist in wenigen Jahren etwas, das zum Blühen von einem Dorf wieder wird mit beitragen. Wir haben uns überlegt von der TSW, ja eben aus der Region, was gehört da ein bisschen rein? Ja, es ist die Geschichte von der Talgemeinschaft, das ganze Land Wallensee. Die ist über 60 Jahre alt. Dann hat es den Fasnachtskalender drin, das ganze Land Wallensee, wo ja Mels auch so ein Leuchtturm ist in dem Geschehen. Wir haben die neueste Edition von einem Buch, der Kirchen und Kapellen im ganzen Land. Dann ein Bleistift, das ganze Land, was sonst. Und zuletzt noch der Pin, das ganze Land. Und ein Museumsführer auch von der Region. Und ich möchte das gerne jetzt in die Hülle reintun. Danke vielmals. Es war so abgestimmt, dass es auch passen tut. Wir schicken die Kapsel auf eine Zeitreise in die Zukunft, die ja laufend zur Gegenwart wird. Bereits morgen ist heute Geschichte. Als Vertreter der Kirche danke ich auch für die Einladung zur Segnung unserer Baustelle. Wir beginnen diese mit dem Zeichen, das Himmel und Erde und uns Menschen miteinander verbindet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wollen wir die Baustelle jetzt segnen. Gott, du hast die Welt geschaffen in Weisheit und mit Macht. Wir loben dich, wir preisen dich. Du vereinst alle Völker in einer Gemeinschaft. Wir loben dich, wir preisen dich. Du sorgst dich um jeden Menschen in Treue und geduldiger Liebe. Wir loben dich, wir preisen dich. Der Herr segne unser Tun. Er behüte die, die an diesem Haus bauen, mit ihren Händen, mit ihren Plänen und Ideen. Der Herr segne die, die das werden begleiten im Gebet, mit Unterstützung, mit Freude und Begeisterung. Der Herr segne die, die in diesem Haus ein- und ausgehen werden. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ja, nach dieser feierlichen Einsegnung vom Gemeinde- und Kulturzentrum, respektive vom Bau natürlich jetzt noch, da ist eben die Zeitkapsel dann wasserdicht verschlossen worden. Das sollen dann eben Jahrhunderte später noch von uns zeugen, also von dieser Region. Und natürlich, all die Utensilien, die drin sind, ja, die werden wir noch sehen. Der Gide Fischer hat eine Schaufelkäse eingeworfen, Gemeinderätin, ein nach dem anderen in der Schaufelkäse geworfen. Das wird nachher dann einbetoniert. Das Gemeinde- und das Kulturzentrum hat sicher mit diesen verschiedenen Aktionen, mit dem Bild für die Ewigkeit, mit dieser Zeitkapsel, bereits jetzt einen Leuchtwert weit über die Region raus. Nicht nur gerade in Mels. Man darf gespannt sein, was denn hier auf uns zukommt, wenn eben das Gemeinde- und Kulturzentrum zu Mels wirklich einmal steht. Das Katrin Meier, wo Christoph Gull, regionaler Vertreter, respektive Präsident der Regionalgemeinschaft hier die Schaufel gibt. Ja, und dann ist es natürlich weitergegangen bei einem Apero, wo man dies und jenes geredet hat. Mir ist es vorgekommen, man weiss ja, es war eine verharzige Sache am Anfang, als ob jetzt wirklich Frieden und Begeisterung eingekehrt wäre. Das Gemeinde- und Kulturzentrum ist mit Sicherheit ein Leuchtturm.